So wird in Deutschland über Jugendgewalt berichtet. Sie werden beleidigt, schikaniert. Dieses Video hat in den letzten Wochen eine deutschlandweite Diskussion über Mobbing unter Kindern losgetreten. Wenn man diese Bilder sieht, dann ist man schockiert. Die Täter sind 12 und 13 Jahre alt. Kinder misshandeln Kinder. Und das geht auf Social Media ab. Widerliche Brut des Satans, gehören in den Knast diese Bestien. Wenn die jemand kennt, bitte veröffentlicht die Namen. Die haben dasselbe verdient. Werden Kinder und Jugendliche in Deutschland wirklich gewalttätiger? Und welche Rolle spielt Social Media dabei? In diesem Film geht es um Mobbing, Doxing und Gewalt unter Jugendlichen. In der Infobox findet ihr Stellen, wo ihr Hilfe bekommt. Wir haben eine Weile nach alltäglichen Fällen von Jugendgewalt gesucht. Mein Kollege Simon hat einfach mal ein paar Leute im Zug angequatscht und ist fündig geworden. Hier treffen wir Felix. Felix soll selbst gemobbt worden sein, aber auch gemobbt haben. Hi, Felix. Felix. Ich bin Benny. Hi. Am Anfang sei er für seinen Sprachfehler gemobbt worden. Irgendwann gab es einen Insta-Fake-Account und es kam zu Gewalt. Da war damals der ganze Schulhof voll gewesen und alle waren bei mir, haben mich so umzingelt und dann wurde ich auch da geschlagen und geschubst. Dann erzählt uns Felix vom jüngsten Konflikt. Ich wurde halt letztens geschlagen, zusammengeschlagen von einem Freund, wo ich dachte halt, der wäre ein Freund für mich. Da kam er von hinten an, hat mir in den Rücken getreten, bin ich dann auf den Boden gefallen. Felix rief danach die Polizei. Aber er habe sich in der Vergangenheit auch anders gewehrt, sagt er, indem er über WhatsApp und Instagram Gerüchte über seine Mobber verbreitet hat. Quasi zurückgemobbt. Was hast du da verbreitet dann? Dass er, dieses Mädchen angefasst hat, gegen ihren Willen und sowas zum Beispiel halt. Das, was die auch einfach mir gesagt haben. Wie hat sich das angefühlt für dich? Halt schon ein bisschen, befreiend, weil so fühlen sie sich dann so, wie ich mich dann gefühlt habe. Die haben dann das trotzdem dann nicht gelassen, heißt, das hat das schlimmer gemacht. Würdest du das sagen, dass das Mobbing war, was du dann gemacht hast? Nee, das finde ich halt als Rache. Felix' Mutter erzählt uns, dass er aufgrund des Mobbings sogar die Schule abgebrochen hat. Er will uns jetzt die Orte zeigen, an denen die vermeintlichen Mobber meistens unterwegs sind. Unser Ziel, die Jugendlichen fragen, wie sie das Ganze sehen. Hey Felix, du Hansohn! Kennst du die? Ja. Ja, da ist auch der mich geschlagen hat. Ist auch. Meinst du, es ist gefährlich für uns, sie anzusprechen? Wie schätzt du das ein? Ja, doch schon. Ja, komm. Ja, doch schon, ja. Lass mal eben laufen. Die Jugendlichen folgen uns. Wir setzen Felix in unser Auto und versuchen mit ihnen zu sprechen. Als wir gerade an euch vorbeigegangen seid, da habt ihr Felix zu Huren. Ja, das ist eine Beleidigung gewesen, weil Felix hat einem Schulkollegen gedroht, dass er zu ihm nach Hause fährt und ihn mit 16 Mann zusammenschlägt. Aber das ist ja schon ein bisschen Mobbing, wenn einer an einem vorbeigeht und er erstmal aus so einer... Ja gut, wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist, dann sehe das natürlich ganz anders aus. So, wenn ich mit zwei Kollegen unterwegs bin und wir nicht in so einer großen Gruppe sind, dann fallen natürlich auch uns gegenüber solche Beleidigungen. Okay, also fühlst du dich nicht, oder fühlt ihr euch nicht als Mobber? Nee. Du hast ja gesagt, es ist schon ein länger währender Konflikt. Seit wann geht denn das so? Bestimmt schon 3-4 Jahre. Ein Jugendlicher aus der Gruppe erzählt uns von der Schlägerei wenige Tage zuvor, bei der es wohl um ein Mädchen ging. Nur seine Schilderungen klingen anders als die von Felix. Er hat sich umgedreht, hat angefangen, mich zu schlagen. Dann habe ich angefangen, ihn zu schlagen. Dann ist er hingefallen und dann ist er einfach weggelaufen und hat die Polizei gerufen. Okay. Wer hat denn angefangen zu schlagen? Felix. Okay, er hat erzählt, das war nicht so. Nein, er hat angefangen, mich zu schlagen. Hier, kann man auch sehen. Er zeigt uns eine lange, breite Schramme an der Stirn. Hast du ihn denn vorher schon mal beleidigt? Ja, weil er hat mich beleidigt. Okay. Was hast du zu ihm gesagt? Hurensohn, Bastard und so weiter. Ganz normale Beleidigungen. Kannst du verstehen, dass das Leute, dass er das als Mobbing empfindet? Er hat verdient. Er hat es einfach verdient für das, was er gemacht hat. Er hat es einfach verdient und er weiß es genau. Felix lässt sich schließlich von seiner Familie abholen. Wir fahren nochmal bei ihm vorbei. Er will nicht mit uns reden, aber seine Mutter spricht mit uns. Mein Sohn kann nicht jederzeit rausgehen. Es könnte überall sein, dass der andere wartet auf ihn. Das ist, das macht Angst und auch sauer, wie gesagt.
Also ist nicht schön. Wer ist Mobber und wer Gemobbter? Wer Täter, wer Opfer? Oder alle so ein bisschen beides? Wir wissen es nicht. Die beiden waren augenscheinlich verletzt. Und wir wollen jetzt von der Polizei wissen, wurde was zur Anzeige gebracht? Was wurde zur Anzeige gebracht? Guten Tag, Simon Holme ist mein Name vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Vielen Dank. Stell mich weiter an den Kollegen. Sie haben dazu einen Fall. Jo, tschüss. Also es wurde dieser Fall zur Anzeige gebracht. Es gab diese Prügelei. Felix war wohl mit seiner Mutter auf der Polizeiwache. Der andere involvierte Jugendliche will sich anwaltschaftlich vertreten lassen und es geht jetzt zur Staatsanwaltschaft. Fälle, in denen sich Gewalt immer weiter hochschraubt, gab es immer. Aber heute bleibt so eine Tat nicht im Dorf, sondern kann viral gehen und sich unkontrolliert verbreiten. So wie diese. Wir haben die Szenen nachgezeichnet, um die Aufnahmen nicht weiter zu verbreiten. Im Februar schubsen Teenager in Erfurt ein Mädchen auf Bahngleise, treten ihr auf den Kopf. Alles wird gefilmt. Umstehende feuern die Täterin an. Du, mein Herr, entschuldigst bitte. Entschuldigst bitte. Wofür? Ich fick dich wieder. Entschuldigst bitte. Warum? Entschuldigst bitte. Im Juli 22 geht ein Video viral, in dem zwei Jungs zwei Gleichaltrige bedrohen, beleidigen und schlagen. Doch der krasseste Fall von Gewalt passiert im März 2023. Jetzt zu einem Verbrechen, das selbst erfahrene Ermittler erschüttert. Im Fall der getöteten 12-Jährigen aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen haben zwei Mädchen gestanden, das Opfer erstochen zu haben. 12 und 13 sind die beiden mutmaßlichen Täterinnen. Anschließend startet eine Hetzjagd nach den Täterinnen auf TikTok. Ich hoffe, dass die Täterinnen jeden Tag von Luise träumen. Ich wünsche diesen Gören die Hölle auf Erden. Die beiden Täterinnen haben keine Berechtigung mehr auf Leben, egal wie alt sie sind. Wer mordet, dem soll das Gleiche passieren. Was für Täter geschützt? In meinen Augen sollen die beiden Täterinnen auch gestochen werden. Gewalt- und Mobbing-Videos verbreiten sich immer schneller in Messengern und sozialen Medien. Ohne Kontext und Vorgeschichte. Wenn man es so zusammenschneidet wie wir, mit Crime-Musik, wirkt es, als eskaliere da etwas. Aber ist das wirklich so? Guckt man sich die polizeiliche Kriminalstatistik an, sieht man, eigentlich hat die Zahl der Straftaten von Minderjährigen in den letzten 20 Jahren eher abgenommen. Aber bei Kindern unter 14 Jahren gibt es einen Anstieg. Der ging während Corona zwar leicht zurück, aber 2022 war die Zahl auf dem höchsten Stand seit 2009. Und bei den Körperverletzungen gibt es sogar einen richtig krassen Anstieg. So hohe Zahlen gab es in den ganzen letzten 20 Jahren nicht mehr. Laut einer aktuellen Studie unter 14- bis 17-Jährigen nimmt auch Cybermobbing zu. Über die Hälfte der Befragten hatte schon mal mit Cybermobbing zu tun. Jugendliche, die gemobbt werden, wenden sich in erster Linie an ihre Eltern. Danach kommen Freunde und an vierter Stelle die Polizei. Wir haben mit Menno Baumann darüber gesprochen, wie Mobbing entsteht und wirkt, auch im Netz. Er ist Professor für Intensivpädagogik und beschäftigt sich mit Jugendgewalt. Mobbing lebt immer von den Zuschauern. Durch Mobbing trete ich in den Vordergrund und es gibt 6, 7, 8, wir nennen das immer den schweigenden Rand, der es duldet, der vielleicht applaudiert, der es am Anfang lustig findet und dann die Grenze zum Ausstieg nicht kriegt und der sich auch nicht traut, was zu sagen, weil er könnte der Nächste sein. Und diese Mobbing-Dynamik, die überträgt sich gerade ins Netz und potenziert sich da mal 100, mal 1000. So, also nicht mit so einem Video, mit dem ich jemandem anders demütige oder so, da kann ich mir dann schnell mal 500, 600 Herzen einfangen und dann habe ich das Gefühl so, ha, ich bin jemand. Täterinnen und Täter haben heute noch mehr Möglichkeiten zum Bloßstellen. Eine krasse Form des Cybermobbings ist das Doxing, das Veröffentlichen privater Daten. Wir sind auf eine solche Plattform gestoßen. Man findet hier Klarnamen, Adressen, Telefonnummern, Social-Media-Accounts, Geburtstage, Schule, Beruf, also wirklich alles. Hier werden halt einfach Personen beleidigt, aufs Übelste in den Beiträgen. Den Menschen werden Vorwürfe gemacht, wie dass sie zum Beispiel pädophil sind oder halt auch viele frauenfeindliche Beleidigungen. Das sogenannte Doxing kann in Deutschland strafbar sein. Es wird offenbar auch genutzt, um Rache zu nehmen. Unter anderem für Mobbing. Auch in folgendem Fall. Im Frühjahr 2023 geht ein Video viral.
Darin zu sehen, ein Mädchen wird von Gleichaltrigen gedemütigt, mit Cola überschüttet. Sie wird ins Gesicht geschlagen und das Ganze gefilmt. Es gab einen Aufschrei. Dann kam Carsten Stahl. Er bezeichnet sich als Anti-Mobbing-Trainer, reiste nach Heide und mischte sich ein. Die Versöhnung inszenierte er fett auf YouTube. Ich verspreche dir, dass nach diesem heutigen Tag sich viel verändern wird. Vertraust du mir? Ja. Und ich werde dir jetzt zeigen, was ich getan habe. Denn ich habe dafür schon gesorgt, dass einige es bereuen, was sie getan haben. Komm mal zu mir. Guck sie an. Es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich weiß auch nicht, was mir endlich gefallen ist. Kannst du ihr verzeihen? Kannst du es? Willst du mal einen Schritt auf sie zugehen? Pass mal auf, was passiert. Geht mal aufeinander zu. Es tut mir wirklich leid, okay? Es tut mir so leid. Was ist nach diesem Video passiert? Wir sind auf dem Weg nach Heide, um uns selbst einen Überblick zu verschaffen. Wo fand die Tat statt? Wie sehen andere Jugendliche in Heide den Fall? Und können wir mit den Mobberinnen sprechen? Hier wurde das Video gedreht. Dann sitzt sie vor so einem Strich auf dem Boden. Mhm. Und es müsste eigentlich dieser Strich hier sein auf dem Boden, dieser helle Fleck da. Der Ort ist direkt neben dem Bahnhof und bei einer Straße. Also gar nicht so abgelegen, wie es auf dem Video wirkt. Ist das Video generell hier irgendwie rum? Ja, das ist durch Heide durch. Echt? Ja, ziemlich viel. Und wie? Also wann? Also es wurde immer über Handy weitergeschickt, dann wurde es im Internet gestellt und so wie bei TikTok oder Facebook wurde es überall reingestellt. Als erstes habe ich das so mitbekommen, mir hat eine Freundin, hat mir Videos geschickt gehabt, so. Die sie selber erst geschickt bekommen hatte, so, und dann hatte sie mich gefragt, ob ich da welche kenne, und ich kannte da viele, also auch nur vom Sehen her, und eine auch, weil ich mit ihr war. Ich kannte davon so ein, zwei, so, ja, ich habe halt das Video gesehen, so, man hat die erkannt von hier, die chillen immer hier. Okay. Plötzlich weisen uns mehrere Leute darauf hin, dass die Mobberinnen gerade am Marktplatz sind. Wir sprechen mit ihnen. Ohne Kamera. Die Mobberinnen haben jetzt selbst Angst, dass alles noch schlimmer wird. Wir haben Drohnachrichten bekommen, da hat sie uns dann auch welche gezeigt auf ihrem Handy. Da stand irgendwie drin, ja, übelste Beleidigung. Die haben ihre Adresse rausgefunden, auf Instagram öffentlich gepostet. Die haben geschrieben, ey, wir brennen dich ab. Und die haben ihre Familie bedroht, Geschwister und so weiter. Also eine richtig, richtig üble Geschichte. Und sie hat uns diese Screenshots gezeigt. Und ja, es ist irgendwie schockierend, weil wir das Gefühl haben, die Leute, die früher gemobbt haben, die werden jetzt irgendwie zu den Gemobbten. Dabei hat sich die Polizei längst dem Fall angenommen. Es wird gegen mehrere Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zwei der mutmaßlichen Haupttäterinnen sind allerdings unter 14 und damit nicht strafmündig. Das befeuert offenbar die Selbstjustiz im Netz. Solche Kommentare finden wir tatsächlich bei TikTok unter den Carsten Stahl-Videos. Hier werden die Täterinnen aus Heide mit den Mörderinnen im Freudenberg-Fall verwechselt. Sie werden beleidigt und ihnen wird der Tod gewünscht. Widerliche Brut des Satans, gehören in den Knast diese Bestien. Wenn ihr jemand kennt, bitte veröffentlicht die Namen. Die haben dasselbe verdient, Kinder hin oder her. Die Hetzjagd sollte trotzdem genauso weitergehen. Die müssen leiden. Habe nur einen Gedanken, die beiden zu töten. Je grausamer, je bestialischer, umso schöner. Sie haben Luise eiskalt ermordet. Sowas kann man nicht verzeihen. Das sind zwei Mörderinnen. 75 Messerstiche. Unverzeihlich. Die Täterinnen werden also für etwas bedroht, was sie gar nicht gemacht haben. In diesem Zusammenhang werden dann auch einfach mal so ihre Namen und andere Daten veröffentlicht. Auf der einen Seite könnte man jetzt denken, dass das vielleicht ja so eine richtige Reaktion wäre, weil das dann abschreckend ist. Aber in Bezug auf Gewalt funktioniert Abschreckung nun mal leider nicht. Diese noch sehr, sehr jungen Täterinnen, die brauchen eine sehr, sehr deutliche, klare Antwort. Diese klare Antwort muss eine
juristische, pädagogische, sozialarbeiterische Antwort sein, die altersangemessen mit dem Ziel der Verhinderung weiterer Straftaten und nicht mit dem Ziel der Vernichtung einer Existenz. Baumann sagt, Menschen, die solche Kommentare schreiben, seien damit ebenfalls gewalttätig. Carsten Stahl hat uns geschrieben. Er sagt, die Mütter der Täterinnen hätten sich damals an ihn gewendet, um ihre Töchter in Heide vor Hass und Gewalttaten zu schützen. Die Mädchen seien damals bedroht worden. Er sieht die öffentliche Entschuldigung als Versuch, dem Opfer wieder Hoffnung zu geben. Außerdem sei ihm zufolge durch sein Wirken in Heide eine Streetworker-Stelle ausgeschrieben worden. Im Internet finden sich sehr viele Aufrufe zur Selbstjustiz. Die Videos gehen viral und so werden die Mobber extrem schnell extrem bekannt. Im Fall Heide wurden so aus den Mobbern plötzlich selbst Gemobbte, die im Internet bedroht wurden. Viele Menschen, gerade im Internet, sind der Meinung, dass der Staat bei der Verfolgung der Mobber versagt. Aber wie geht denn der Staat eigentlich mit Mobbing um? Ich sehe aus wie im Callcenter und das hat folgenden Grund. Wir wollen jetzt ein Experiment durchführen. Wir haben von einem Fall gehört, in dem es so war, dass die Polizei der Familie von einer Anzeige abgeraten hat und gesagt hat, man könne sowieso nichts machen, weil die Täter eben unter 14 sind. Und wir wollen jetzt eben mal gucken, ob das ein Fall war, der nur einmal so vorgekommen ist oder ob uns das vielleicht noch öfter passiert. Wir rufen in allen Bundesländern bei einer Polizeidienststelle an und lassen uns zu einem ausgedachten Fall beraten. Ich rufe an, weil ich eine Beratung brauche, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich eine Anzeige machen soll oder nicht. Ich rufe an, weil mein Bruder, der wird in seinem Umfeld ziemlich gemobbt. Also der ist 11 Jahre alt und da ist jetzt so ein Video rumgegangen, wo er halt auch dann beleidigt wird und ich habe es auch gesehen, dass er dann wie am Ende auch geschlagen wird und ich wollte mal kurz fragen, zu was Sie mir da vielleicht raten, weil ich nicht ganz sicher bin. Ja, ja. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Es wurde mir überall dazu geraten, eine Anzeige zu machen, auch wenn es strafrechtlich nicht verfolgt werden kann. Wurde immer gesagt, dass Sie dann das Gespräch mit den Jugendlichen suchen und dass man auf jeden Fall sich an die Polizei wenden soll, was mich überrascht hat. Genau, außerdem haben sogar mehrere Polizeidienststellen die Fälle erwähnt, die gerade in den Medien waren und haben gesagt, dass es eben deswegen besonders wichtig ist, dass man sich darum kümmert. Also ich hatte das Gefühl, dass sie dadurch besonders sensibilisiert waren für diese Fälle. Auf jeden Fall solle man seine Eltern mitbringen, um überhaupt Anzeige erstatten zu können. Das ist natürlich nur eine Stichprobe. Wir wissen nicht, wie wir persönlich auf der Dienststelle beraten worden wären. Wir haben die Innenministerien aller Bundesländer gefragt. Die sind zuständig für die Polizei. Alle, die uns geantwortet haben, sagen, betroffene Jugendliche sollen auf jeden Fall Anzeige erstatten. Auch wenn die Täter unter 14 sind. Aber was macht die Politik? Gibt es eine zentrale Strategie gegen Mobbing? Unser Kollege Milan hat im Bundestag Abgeordnete mit dem Heide-Video konfrontiert. Was sagen Sie dazu? Unglaublich. Das Video geht 3 Minuten. Mhm. Sie können ruhig sagen. Ja, ich glaube, das ist für den Eindruck ausreichend, ja. Ja, ne? ist glaube ich, genug. Ja, ich glaube, worum es geht, hat man verstanden, wenn man das Video gesehen hat, oder? Also auch die ersten Sekunden. Häufig sind die Täterinnen und Täter unter 14 Jahre. Muss man Ihrer Meinung nach darüber diskutieren, die Strafmündigkeit herabzusetzen? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Bevor einen Schnellschuss zu machen und zu sagen, so und jetzt senken wir einfach das Alter, ohne an die Ursachen ranzugehen und auch an Präventionsmaßnahmen ranzugehen, ist immer schwierig. Doch wie soll man dann damit umgehen? Also die erste Verantwortung bei der Verfolgung von Hasskriminalität oder Kriminalität im Netz liegt beim Staat. Aber natürlich müssen die Plattformen auch in die Pflicht genommen werden, weil auf diesen Plattformen diese Kriminalität passiert. Es wird ein sehr hoher Prozentsatz schon mal auch gemeldet und auch von den Plattformen genommen. Aber es bleibt natürlich immer auch etwas übrig, vor allem auch in persönlichen Chats. Und da müssen wir, glaube ich, die Anbieter noch mehr in die Pflicht nehmen, auch zu sagen, wenn ich so ein Video sehe, dann schon gleich eine Meldeoption zu haben, also nicht im Sinne, ich melde das Video und es wird gesperrt, sondern auch, ich habe einen Button und dann kriege ich vielleicht ein Beratungsangebot, wie ich damit umgehen kann. Ich mag es mal ganz platt, aber früher, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause hatten und die waren in ihrem Kinderzimmer, wusste man, da sind sie jetzt sicher. So, aber mit Einführung von mobilen Endgeräten und mit einem Internetzugang war das Ganze halt komplett auch für Eltern in der Verantwortung von einem Tag auf den anderen obsolet. Das heißt, auch zu Hause ist nicht immer unbedingt ein geschützter Raum, wenn keine Kontrolle stattfindet, was die Geräte betrifft.
Und das Gleiche gilt natürlich für die Schulen. Gerade deshalb braucht es ja Schulsozialarbeit, um dann auch noch mit den Problemen, die großen Probleme, dann nicht auch noch on top damit Lehrerinnen und Lehrer zu belasten, die jetzt schon an der Belastungsgrenze sind. Gut, mehr Geld für Sozialarbeit, mehr für Bildung. Das kennen wir. Wird schon seit Jahrzehnten versprochen. Es wird Zeit, damit endlich anzufangen. Eine Veränderung gibt es aber tatsächlich. Das Bundesjustizministerium plant aktuell das digitale Gewaltschutzgesetz. Damit soll es Betroffenen ermöglicht werden, leichter demütigende Posts oder Accounts sperren zu lassen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Mobbing gemacht? Und was wären eurer Meinung nach sinnvolle Maßnahmen dagegen? Diskutiert das gerne in den Kommentaren.